Hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein ganz, ganz herzliches Willkommen bei der Mod Story. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet, meine Lieben. Und ihr kennt es ja, wir stellen euch Mods vor in Form einer kleinen Geschichte, beziehungsweise sind wir von kleinen Episoden begleitet. Ist einfach mal ein bisschen eine Mod-Vorstellung, die ein bisschen anders ist. Und ja, ich bin heute aber auf alle Fälle noch am, wie nennt sich's, am Dreschen. Und jetzt muss ich erstmal ganz schnell hier mir meinen Anhänger holen, denn ich habe einen vollgefahrenen Mähdrescher. So, okay, gut, dann geht's mal los hier. Ich fahr grad Scheiße zusammen, ja. Ja, grad rotz zusammen. So, gut, hier müssen wir hin. Ja, da habe ich mal heute mal meinen anderen John Deere geschnappt. Den bin ich jetzt so lange nicht gefahren, muss ich zugeben. Aber gefällt mir immer wieder gut. So, gut, da fahren wir jetzt mal ans Feld. Und gucken mal. Dass wir den hier abgebunkert kriegen. So. Machen wir das ein bisschen schön in die Mitte rein hier, das Ding. Die Schwart. So. Kommt der hier? Stefan kommt hier. Moin, Stefan. Servus. Na? Na. Wie sieht's aus? Ja, ich hab da was Neues im Sortiment. Was steht da? Einen Steyr 6145 Profi CVT. Ach krass. Gehst jetzt in die Steyr-Vermarktung oder was? Natürlich. Findest du Steyr gut? Echt, hä? Ja. Ist halt mal die österreichische Marke. Ja. Okay, erzählen wir mal was drüber. Ja, da schauen wir mal in den Katalog. Bin drin. Und Steyr Profi Tier 4B MY18. Ja, Steyr, ja. Ne? Ist wie ein Tier. Ja. Den kriegst du in verschiedenen Motorversionen. Einmal in 41,15, im CVT davon, den 41,25, dann auch wieder davon die CVT-Version, die 41,35 und die 41,35 in der CVT-Version. Und den 41,45 und da auch wieder die CVT-Version, den 61,45 und da ja auch wieder. Und ja. Okay. Warte mal, bis wie viel PS geht das? 175 PS, also ein kleiner Traktor. Ja. Gut. Gut, dann können wir zwischen Trelleborg, Michelin, Continental und Mitas und BKT, Federstein, Nokian wählen. Und da auch wieder die verschiedenen Reifenvarianten. Conti und Breitreifen. Sieht eigentlich ganz, sieht ganz gut aus. Sieht ganz gängig aus. Hat was. Ja. Unter der Konfiguration Monitor, da können wir in der Kabine den Monitor abmontieren oder hinmontieren. Ja. Genau, Frontkotflügel. Ja, sagt der Name schon. Ja. Dann Zusatzscheinwerfer. Vor allem ist es bescheuert. Guckt euch das an. Wenn sie dran sind, also du hast mehr Material am Traktor, kostet nichts. Und wenn du sie abmontierst, also sozusagen Material einsparst, kostet es Aufpreis. Genauso beim Monitor, das ist ja bekloppt. Der kostet weniger. Der zückt das Geld ab.
Aber dann ist hier ein kleiner Fehler drin. Da musst du bei den Optionen unten reinschauen. Wenn du jetzt Monitor Code-Fügung anhast, dann ja, ja, ich seh's bin jetzt bei den 29.500. Wenn ich den Frontcode-Fügung ausmache, zirkt der das zieht, ab. Zieht's. Aber das ist ja falsch. Das wird als Plus eingetragen, aber es wird abgezogen. Ja, das ist ja irgendwie komisch. Ja. Na gut, okay. Zusatzscheinwerfer, da können wir zwischen vorne und hinten, nein. Und bloß vorne oder bloß hinten wählen. Ja. Weit- und umleuchten können wir rechts und links wählen. Gar keine links, nur links, nur rechts und wieder beide. Ja. Beim Frontanbau kann man eine Fronthydraulik mit Zapfwelle wählen. Dann ohne Frontzapfwelle. Oder der Hauer Fronthydraulik, die Hauer wirklich geil aussieht, muss ich zugeben. Ja. Dann können wir noch den Kraftstofftank, die Kapazität ändern. Zwischen 263 Liter, 218 Liter. Das ist ja direkt mal was Neues hier. Ja. Das hast du ja sonst eigentlich nicht so oft. Dann einen Frontladeranbau können wir hinmachen. Einmal von Quicke, Hauer und das oder gar keinen. Von Quicke, das sieht ja bescheuert aus. Ja. Ja. Dann haben wir wieder Animationen. Der Mod ist, wie wir vorhin schon gesehen haben, Interactive Control Ready. Okay, oder das Maus ist Fetzmel. Ja. Dann bei Hauptfarbe, wie gewohnt, die Farbe, die wo aktuell rot ist. Du kannst ihn ja komplett in Gold machen. Ja, die Designfarbe, das ist dann Dach und der Rest von der Motorhaube. Und wie gewohnt, die Felgenfarbe. Geil, hat was. Schön in Gold. Das Ding ist eigentlich geil, Schüler. Wird man ja schon wieder fetzen. Okay. Ja. Was man noch dazu sagen kann, er unterstützt das Kubota-DLC. Ja, okay, das ist eine gute Information. Und ist Crossplay-fähig. Mhm. Und natürlich, meine Lieben, wir gucken mal. Fehlerfrei. Ne? Gibt nirgendwo irgendwie einen Fehler oder so. Ja, wir setzen uns mal rein. Moment, ne? Wo bist denn du? Ah, jetzt. Sitzt du schon drin? Ah, okay. Ja. Was schade ist, wenn man jetzt drinne sitzt, sitzt der Beifahrer optisch nicht daneben. Das ist ein bisschen schade. Bloß in der Außenansicht. Nur in der Außenansicht, genau. So, ich mach mal ganz schnell hier das hier. Denn wir müssen ja Interactive Control anschalten, meine Lieben. So, und da gibt es hier wahrscheinlich verschiedene Drücker. Das sind die Blinker. Warnblinker. Ja. Dann haben wir hier die andere Tür, Open. Dann machen wir das Ding mal an. Der Monitor ist nichts, also kannst du nichts damit irgendwie machen, ne? Also der ist nur zur Deko. Ja, der ist bloß zur Deko. Ja, okay, perfekt. Was haben wir hier? Hier können wir das Schiebedach auf und zu machen. Und auch richtig auf und zu machen. Wir können das Radio an- und ausmachen. Hier haben wir ganz viele Sachen. Ja, hier können wir die Scheinwerfer außen an- und ausmachen. Ihr seht's. So, genau. Was können wir noch machen? Den Sitz können wir einklappen. Geil, wenn jemand drauf sitzt. Und wir können die Armlehnen hoch und runter machen. Ich finde es sexy, muss ich zugeben. Wir können das. Mal kurz. Was ist das hier? Ah, so. Kannst du nur in eine Richtung blinken? Ja, ne? Hallo? Entweder ist der Punkt zu klein oder man kann bloß in eine Richtung blinken bilden. Nee, es geht. Gut. Was haben wir jetzt hier unten noch? Hier haben wir noch was. Motor ausschalten. So, finde ich ziemlich sexy, muss ich zugeben.
Haben wir jetzt hier auch noch was? So, mal gucken. Hier ist nichts mehr. Gut, dann gucken wir mal raus. Gucken wir uns das Ding mal von außen an. Natürlich, wie gesagt, wie gehabt, hier Interactive Control, ne? Also wir können die Dings schließen. Ich komme gerade nicht drauf, die Türen. Ja. Von außen können wir sonst nichts weitermachen, ne? Nee. Okay. Reicht eigentlich auch schon, weil ich finde das mittlerweile wirklich sehr, sehr schön mit dem Interactive Control. Es gefällt mir wirklich gut. Schade, dass es nicht standardmäßig im LS drin ist. Ja, ich bin gespannt, wie lange das dann dauert, bis der Mod dann im 25er dann da ist. Ich hoffe nicht allzu lang, weil damit würde ich schon mal was machen. So, na gut, mein Lieben, aber gibt's noch was zu erzählen, Basti? Nee, außer dass ihr euch das über ein Original-Link herunterladen sollt. Richtig. Denn es wäre sonst blöd, ne? Es wäre sonst so ein Mod-Klau und das wollen wir einfach nicht machen. Unten in der Videobeschreibung natürlich ist das alles drin. Und ansonsten sehen wir uns auf alle Fälle dann in der nächsten Folge, oder? Was meinst du? Jo. Lasst mal das Däumchen da. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss und ciao. Ciao.